Hallo, mein Name ist Christine Bergmeier und wir backen nun einen Bananen-Nusskuchen. Hierfür brauchen wir Zitronenschale. Ich habe Backpapier auf die Reibe gegeben. Und so bekommt man die Zitronenschale gut aus der Reibe wieder heraus. Dann wird die Zitrone halbiert, der Saft gepresst. Und der kommt über die geschnittenen Bananen, dass sie nicht so braun werden. Dann schlagen wir die Butter mit dem Puderzucker. Dann kommt eine Prise Salz und die Zitronenschale. Die können wir hier gut ablösen. Die Butter muss sehr weich sein, damit sie sich gut schaumig schlagen lässt und der Mixer dabei nicht kaputt geht. Und nun schlagen wir das Ganze 8 Minuten lang schaumig. So, nach circa 8 Minuten, wenn die Butter schön weiß und schaumig ist, kommen die Eier nach und nach dazu. Dazu wird ein Ei untergeschlagen. So circa jedes Ei eine halbe Minute, bis sich gut mit der Buttermasse verbunden hat. So, die Ei-Butter-Zuckermischung ist nun schön glatt und schaumig. Und nun nehmen wir das Mehl, die Nüsse, man kann auch Walnüsse nehmen oder Pekannüsse oder Mandeln, die Schokolade und das Backpulver. Die trockenen Sachen werden nun gut gemischt. Das gibt so eine Art Backmischung. Dann geht der Kuchen gleichmäßig und schön auf. Dann heben wir die trockene Masse unter die Ei-Buttermasse und heben das schön langsam unter, bis es eine sämige Masse ist. Zu guter Letzt kommen die Bananen unter den Teig, damit sie nicht so zerquetscht werden. Und dann füllen wir das Ganze in eine mit Papier ausgelegte Backform. Streichen den Teig glatt und geben ihn in den Ofen. Bei 170 Grad backen wir das Ganze ca. 70 Minuten auf zweiter Schiene. Mein Bananen-Nusskuchen ist nun abgekühlt. Wir stürzen ihn auf die Platte, ziehen das Backpapier ab. Und hier habe ich eine fertige Zitronenglasur im Wasserbad aufgelöst. Damit wird der Kuchen schön beträufelt. Einmal kurz umrühren und großzügig über dem Kuchen verteilen. Nun haben wir die Glasur schön verteilt, dekorieren das Ganze mit Schokoladenstückchen. Und der Banane, die vorher mit Zitrone beträufelt wurde, damit sie nicht braun wird. Nun haben wir unseren Bananen-Nusskuchen schön dekoriert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit.